Lea braucht auch noch eine Schwimmweste. Ja, meine. Ich bin seine Schwimmweste, seine Lebende. Wie viele Boote, oder? Der Massentourismus. Und? Seilisch, die Dinger, gell? Ich hab gar nicht so eine Neonfarbe wie ihr. Ey, du hast Neb aus dem letzten Jahrhundert erwischt. Ich glaube auch. Das ist doch von der Titanic übrig. Ja. Ich habe die neuen bekommen. Aber ihr seid auch wichtiger. Du hast den hier. Ajo, gespannt? Ja. Also ich freue mich jetzt richtig. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich erwarte mir sehr viel. Du? Du erwartest dir sehr viel? Ja, ich bin gerade ein bisschen runtergekommen. Mal sehen. Ich erwarte nicht so viel. Soll ich mit jemand anders sein? Ich glaube, ich muss jemand reisen, der mehr Adventure mitmacht und motiviert ist. Einsteigen auch. Das sieht auf jeden Fall nicht ganz so luxuriös wie auf dem Bild aus, was wir in der Broschüre sehen. Aber naja, das ist hier in Vietnam und in Asien normal. Daraus würde ich echt dran gewöhnen. Sonst ist man immer nur schockiert. Oder? Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe schon gehofft, dass es wirklich ist. Ich muss es zugeben. Ja, ich weiß nicht, wie ich dazu komme zu dieser Annahme, aber. Ja, so ein bisschen Hoffnung hat man immer, aber muss, insgesamt weiß man schon. Wer weiß, vielleicht ist es ja dafür eben der Film wahrscheinlich. Geh! Ja, schon ein bisschen fester so nach Hause, oder? Mhm. Scheinbar die Fahrerschlafkabine. Das ist einfach, oh mein Gott. Was haben wir denn da geopfert? Jetzt gehen wir aufs Deck, das war so besonders angepriesen und ich bin jetzt gespannt. Ja, Schatz. Es ist nicht das, was auf dem Bild gesagt wurde. Aber es gibt auf jeden Fall einen Sonnenschutz. Ja, aber es ist schön, oder? Das ist feiner, die sehen komisch aus. Da kann's noch. Ja, aber auf den Bildern sah es einfach alles anders aus. Naja. Ich hab gedacht, wir wären auf einer Luxusjacht. Also, ich finde es ja richtig cool und gemütlich. Sandy ist irgendwie durch. Ich finde das Doch. Hat schon gesagt, schlechter kann es nicht werden. Nein. Ja, erklär's nochmal, erklär's nochmal. Ja, ich meine damit, ich habe mir halt so ein Luxusding vorgestellt. Und das ist halt nett. Ja, aber dann kannst auf du doch nicht sagen, dass es schlechter wäre. Ja, aber ob wir dann noch niedrigeres Niveau hier überhaupt verkaufen, das ist dann ich kenne Angebote, die ich schon in meinem Leben gesehen habe, die viel schlimmer aussahen. Das sieht echt gut aus. Das sieht ja auch gut aus. Du verstehst es nicht richtig. Nee, erklär bitte jetzt mal mir und unseren Zuschauern, was du meinst. Wir haben mehr bezahlt als andere Boote. Und ich habe das mit dem Hintergrund so viel mehr bezahlt. Ich dachte, wir haben ein Luxusding. Natürlich gibt es noch teurere und noch bessere Boote. Also wir haben Boote. 10, nur zur Info, das mehr bezahlt. Wir haben $10 mehr bezahlt, weil wir hätten ja das billigere nehmen können. Das hätte $10 weniger gekostet. Ja, okay, komm, ich will jetzt gar nichts sagen. Vielleicht, guck mal, ich bin einfach ein Pessimist. Wenn ich ankomme, brauche ich halt erstmal einfach meine Zeit und ich muss ankommen. Und morgen sieht es schon ganz anders aus und ich finde es richtig geil. Ich finde es ja jetzt auch schon geil. Aber ich habe einfach schon was erwartet. Wahrscheinlich sieht es schon besser aus, wenn sie erstmal gegessen hat. Ja, genau. Ich habe Hunger. Also ich muss noch mal sagen, die Frauen, die Hunger haben, sind einfach nicht erträglich. Das merkt man hier schon wieder. Frauen, die Hunger haben, empfehle ich nicht. Also immer euren Frauen essen geben. Crazy. In for any drink you order from the boat, please pay by your share. Was ist der Unterschied? Also, Double Room ist jetzt, dass du die Betten zusammenstellst. Extra kriegst auf jeden Fall ein Double Room. Mit einem Bett, zwei Einzelbetten zusammenschieben, so hast du gerade verstanden, oder? Ja, und das würde normalerweise auch unterschiedliche Preise kosten, deswegen verstehe ich es nicht ganz. So, do you have any question for me? Wir suchen jetzt unser Zimmer. Aber guck mal, die haben ein ganzes Bett. Guck mal. It's a whole bed, right? It's one bed. Or is it two beds? Oh,
One. Eine Wette drauf. Ja, doch, ich glaube, irgendwie konnte er sich erklären. Oder manche andere Bands zusammen schon mal. Wir haben ein Doppelbett. Gott sei Dank. Wir haben ein Doppelbett. Wir sind ganz glücklich. Und weißt du, was das Gute ist? Wir sind unten und wir sind in der ersten Kabine. Ja. Das ist auch verschlafen gut. Ja. Ich finde das Zimmer ganz ehrlich. Das Bootzimmer ist auch cool. Ich finde es auch cool. Ich finde es auch richtig cool. Ich habe sogar ein AC. Krasse Scheiße. Und hier ist direkt schon zum Rausgehen. Das ist doch echt nett, so zum Morgen. Ja. Hier kann man direkt morgens früh rausgucken. Ist doch geil, oder? Ich hol mal unsere Taschen. Hast du auch von dir mal? Ja. Hallo, Mr. Schlaps. Wie gefällt's dir? Wie gefällt's dir? Ich glaube, dir gefällt's gut. Oh. Hallo, hallo. Ja. Guck's dir an, so kleine Meckerliese. Ja, ey, Schatz, das ist echt. Sau cool, oder? Doch ein bisschen mehr als erwartet. Schatz, ist das Luxus? Luxus! Luxus! Yeah. Nochmal leer. Luxus! Luxus. Die Verrückten! Oh cool! Wir haben ein geiles Zimmer. Ey, ganz ehrlich, das Zimmer ist besser als einige Zimmer, die wir schon gebucht haben bisher. Aber echt? Ja. Aber nur, dass es kleiner ist, aber ansonsten. Guck mal, wir haben sogar eine richtige neue. Mit echter Pfeife. Damit können wir dann nachts schlafen. Können wir Titanic spielen dann. Ich freue mich aufs Essen. Essen! Essen! Ich finde es sau cool, dass ich jetzt zum ersten Mal auf dem Boot übernachte. Ach, Liam, Schuss auf Liam aufpassen. Du übernachtest auch zum ersten Mal auf dem Boot. Also ich übernachte zum ersten Mal auf dem Boot und ich habe gerade von der Sandia hinten gehört. Du auch? Ich auch! Und ich bin echt mal gespannt, wie das so ist, nachts in so einem schunkelnden Boot. Also ich merke jetzt hier gar nichts, aber wer weiß, wenn es noch ein bisschen welliger ist, vielleicht merkt man dann was. Und ich bin echt gespannt. Ich freue mich auch richtig. Meine erste Nacht in einem Boot. Irgendwann will ich auch mal eine Kreuzfahrt machen. Ich will mal irgendwann so eine richtige AIDA-Tour machen. So eine ja, so eine richtige krasse. Aber so eine Bonsen, Luxus. So eine mit Bonsen, Luxus-Suite und. So eine Bonsen-AIDA-Tour. Ja. Aber ich freue mich jetzt erstmal hier drauf. Also irgendwann. Das erste Mal im Boot schlafen. Was hältst du davon? Schatz, es ist so cool. Ich freue mich gerade. Ich bin jetzt noch begeisterter als vorher. Hätte man gut schlafen. Yeah. So, jetzt gibt's erstmal Essen. Bis dann. Jetzt gehen wir mal aufs Sonnendeck relaxen, gell, ja? Schauen wir uns das mal an. Und wie gefällt es dir, mein Schatz? Sehr schön. Sehr schön. Und hier am Deck auch. Das Einzige, was mir jetzt echt nicht so gefallen hat, war das Essen. Ja, das Essen fand ich jetzt auch nicht hat so. Ich bin so ein bisschen unbefriedigt. Ich, jetzt irgendwie ich bin so froh, dass ich den Fisch genommen habe, weil der war gut. Jetzt das Video gefallen zur Halong Bay. Das ist jetzt der erste Teil. Es kommt bald noch ein zweiter Teil, eventuell noch ein dritter Teil, je nachdem. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr es liked, uns abonniert und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank an alle, die uns gucken bei YouTube. Wir finden das echt mega cool.
dass wir schon über 300 Abonnenten haben? Ey, Stu! Boah! Delia möchte auch Tschüss sagen. Und wir sagen jetzt Bye-Bye, bis zum nächsten Mal!